So, da bin ich wieder. Jetzt kann es weitergehen. Ich habe schon angefangen, hier den unteren Bereich hier schon mal zu drahten. Ich werde den Rest noch komplett durchdrahten und dann werden wir gemeinsam anfangen, die Äste zu stellen, um dem Baum mal ein bisschen Form zu geben. Jetzt durchgedrahtet, bis auf die Krone. Ich habe noch keine Äste gestellt, sondern einfach nur mal durchgedrahtet. Und was ich jetzt am Überlegen bin, ist, wenn ich hier die einzelnen Bereiche aufbaue, dass mir dann die Höhe des Baumes nicht ausreicht. Das heißt, ich muss mit der Spitze höher kommen, um nachher zwischen den einzelnen Etagen mehr Freiräume zu bekommen. Dann sieht das Ganze so gequetscht aus. Und das ist jetzt mein nächster Schritt, da euch zu zeigen, wie ich das da oben mit der Schlaufe, die ich ja bei der Erstgestaltung gelegt habe, wie ich die wieder dazu verwende, um die Spitze zu gestalten. So, hier könnt ihr jetzt die Schlaufe sehen, die läuft hier einmal so rum. Mit der versuche ich jetzt die Spitze nachher so nach oben wieder auszugleichen, mir hier eine neue Spitze aufzubauen und hier mit diesen Ästen nachher die Etage fertig zu machen. So komme ich jetzt insgesamt höher und kann mit dem Rest besser arbeiten. Sehen kann, ist die Spitze um einiges höher. Ja, das hat jetzt ungefähr so viel, habe ich denn die Spitze jetzt nach oben geholt, über diese Schlinge, die ich vorher ziemlich eingedrückt nach unten hatte, um den kompakten um die kompakte Krone hinzubekommen bei der Erstgestaltung. Jetzt hatte ich den Vorteil, dass ja das Material da war. Ich habe hier schönen Zuwachs mit lauter neuen Trieben und kann jetzt die Krone dadurch erhöhen und somit mehr Platz schaffen für die einzelnen Etagen. Also wenn das jetzt nachher hier runterkommt, wird der Ast ja auch kürzer. Sprich, ich habe hier nachher eine wunderbare Positionierung der einzelnen Etagen jetzt ermöglicht. So, jetzt bin ich hier umgezogen in meinen Bonsai-Keller. Draußen regnet es im Strömen und ich hatte keine Lust, mich in Regen zu stellen. Hier ist zwar das Licht nicht so besonders, ich hoffe, man kann ein bisschen was erkennen. Der Ton mag vielleicht ein bisschen besser sein, dass es hier ein bisschen halt in dem Raum. Das hat wenigstens dann auch was Gutes. Den Baum habe ich jetzt komplett durchgedrahtet, bis in die Spitzen. Und einmal war schon entlegen. Und ja, was mache ich jetzt? Das Waschen mache ich hinterher, fangen wir mal mit dem Legen an. Ich habe jetzt überlegt, vom Aufbau her muss ich jetzt mit diesem langen Ast, der hier runterkommt, ja, der entspringt hier oben, der läuft jetzt hier einmal so, der ist jetzt auch wunderschön stehen geblieben vom letzten Jahr, von der Drahtung. Den muss ich jetzt noch näher an den Stamm bringen, aus dem einfachen Grund, A, ich komme schlanker zum Stamm und B, ich werde dadurch auch hier etwas länger, sodass ich nachher den untersten, das unterste Plateau oder Polster besser positionieren kann. Deswegen setze ich den jetzt einfach ein bisschen weiter. Es ist nicht viel, aber einfach nur eine Nuance. Nochmal Richtung Stamm. Reste kann ich nämlich dann wiegen.
hier die erste Etage mal grob geschildert. Jetzt möchte ich hier die zweite machen, möchte natürlich aber verhindern, dass wir hier, dass es zu nah aufeinander kommt. Ich darf natürlich auch mit der Plattform nicht weiter rauskommen als wie mit meinem untersten. Das ist also mein Ziel, das weiter nach hinten zu setzen. Sprich, ich muss mit diesem ganzen Ast mehr in diese Richtung. Und dafür brauche ich Platz. Und dafür mache ich jetzt erstmal hier den großen Weg. Verschiedenen Etagen, die eigentlich jetzt sehr gut freigelegt sind. Ich habe mehr Raum, ich habe mehr Luft. Vorher war das alles komplett dicht. Ja. Dann drehe ich jetzt das einmal noch mal. Ich hoffe, es gefällt euch. Bis dann.